Okay, du kannst also meinen Arm durchtrennen, ohne dass er blutet, ja? Ja, warte, wir haben es gleich. Jo Leute, hier wieder Andi und Robert von KKR. Foto. Ne? Wir sind hier fett am Völki in Leipzig und ihr seht mega die Zaubertricks heute in dem Video hier bei mir. Ihr seht nicht so viel Werkeln, mehr Vlog, mehr Lifestyle, nur bei uns. Yeah! Schalte, haust hier rein, ey. Ja, das aber. Für unsere ausländischen Zuschauer. Ich habe gerade den Andi abgeholt, der ist jetzt hier in Leipzig und wir zwei gehen jetzt erstmal lecker was kahlen. Nämlich Basislager. Ja, Mann. Wir haben Feuer gemacht. We need four hands for this. Take any card out of the deck. Okay. Do you remember the name of the card? Yeah. And that's your card. I can see the card because I've seen the trick already. Take your hand. And we need your hand. Yeah. And I take this card here, put your hand on top. And now I try to steal this card with the Joker, because the Joker are very easy and they'll take it. And so I have stolen your card. And then lift it up, there's the Joker. Hey! Der Grillabend neigt sich dem Ende hier. Der Andi und ich, wir machen jetzt nämlich nach Hause zur kleinen Werkstatt, die ihr alle schon kennt. Dann basteln wir doch was. Ein Katapult. Wir basteln ein Katapult. Okay. Ich muss ja morgen nach Berlin. Also ich film schon. Du filmst schon? Er filmt schon? Ja. Ich zieh mir mal WD-40 rein, das kann ich auch filmen, musst du mal richtig. Ich bin eher so der Schraubentyp, ich weiß nicht, das ist wirklich. Ah, deins? Oh, ja, du meinst, ja. Okay, ja, ich cool. Mein, jeder hat so sein Ding. Ah, muss man aufpassen, das ist echt der Wahnsinn. Du kannst die Schrauben auf 1, 2, 3 hier mal durch. Ah, super Sache. Das seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Willkommen bei KKR Art. Hier ist der Andi, dessen Intro wir gerade gesehen haben. Auf seinem Kanal findet ihr den gesamten Zaubertrick vom Basislager, den ich heute nur angeschnitten habe. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, ich vermisse die Jungs mega aus München hier. Aber der Weg nach Leipzig war es auch wert, auf jeden Fall. Ja. Schaut euch das an. Allein deshalb. Das Völki, wie wir es nennen. Richtig, das hat den Andi so beeindruckt, dass er überlegt, es herzuziehen. Ganz genau, ja. Also über uns herzuziehen. Aber das ist. sehr gut, gefällt mir. Fuck! Das ist nämlich das echte Leben, wenn es mal nicht drauf ankommt. Wenn kein Kord ist.